immer auf die Neri mal drauf einhauen, was auch sonst. Hast ja sonst sicher nichts anderes zu tun, gell? Scheiß Schatten hier. Okay, entfernen. Okay, entfernen. Okay, entfernen. Okay, entfernen. Sehr schön, habe ich das mitgenommen. Was habe ich jetzt von diesem Schattenverfolger bekommen? Schuhe, die mir nichts bringen. Smart-Schuhe. Waldschattenschuhe, die mir ebenfalls nichts bringen. Beschwörungsgriffe, Nebel bedeckt. Da muss ich mal auf meinen Charakter gehen. Gepolsterter Handschutz, poliert. Ein Zweihandstab, okay. Ein Ring. Waldschattenbrustpanzer. Gebots, hatte ich nicht gerade Beschwörungs irgendwas? Na gut. Moment. Ja, wieder Schriftrollen. Bereits erlernt, kann natürlich weg. Was haben wir hier? Ah, Jungs, ey. Hast du schon mal gesagt, dass keiner euch leiden kann? So. Also, Schriftroller erlernen. Karmesinsessel und Hexerring poliert. Interessant. Wirklich sehr interessant. Ich würde den gerne nochmal Blatt machen, allgemein, weil dann zu viel Zeug gibt. Oh. Das war knapp. Ah! Ich kann meinen Drachen nicht beschwören. Mein scheiß Drachen beschwören, das ist so schwer zu verstehen, oder was? Der Typ ist doch bei uns, der Baron, ja, der ist noch hier. Na, dann helfen wir ja mal, komm. Go, go. Baron Hartfaust. Wo ist dein Problem, Hartfaust? Ist hier wohl nicht hart genug, hä? Wo ist dein Problem? Ich verstehe dich nicht. So, da haben wir den kleinen Gefallen getan. Und dann, wir müssen noch Vulkanspinnblatt machen, ne? Die gibt's ja gar nicht mehr. Da gibt's welche. Ladies, Ladies, nicht so stürmisch, alle auf einmal. Ich
Hier wieder gleich behandelt, kein Ding. Hallo, Ladies. Ich sag dir, wie die das gleich behandelt. So, drauf. Schwarzeisenhalsband poliert. Ich guck mal, ob ich irgendwas gefunden habe, was ich eh nicht brauche. Wir können mal den ganzen Spaß weglegen. Ansonsten gibt es ja auch nichts mehr. Sehr schön. Dann müssen wir ganz kurz gucken, wie weit die Kugel jetzt ist. Wir haben jetzt 20 von 50.000 XP gesammelt. Ich glaube, wenn wir die voll haben, das wird richtig geil. Nochmal 50.000 XP einfach so dazu. Ja, es ist richtig geil. Können wir ruhig nochmal so einen Kampf hier machen, so mit allen Leuten. Kommt alle her. Ihr kommt alle her, ihr kommt alle her. Das werdet mich bereuen. Lalala, lalala. Tut mich doch nicht treuen. So, geht doch. Verstehe das Problem nicht. Vorratetes Essen, Wildblume, Wildblume, boah, hat es keiner. Na gut. Folge mir, folgt mir doch. Jetzt mache ich die mal alle platzieren, dann gucke ich mal, das waren ungefähr 10 Feinde. Wie viel 10 Feinde an XP geben. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie viel 10 Feinde ungefähr ein XP geben. Ja, das waren jetzt glaube ich 300 XP oder so, also eigentlich fast gar nichts. Bei 100 haben wir 3000, also müssen wir noch ungefähr 1000 Feinde blatt machen, bevor wir wirklich so weit sind, dass wir... Verfolgt mich doch. Wir habt noch nicht. Vorrate des Essen, zerbrochener Edelstein braucht keiner. Wie geben die denn? Stopp! Die geben 44. Das heißt 100 von denen bin ich bei... Ja, wie geben wir das so wenig? Was ist das denn? Felspanzerkäfer. Kann ich den... Schade, ey, das sieht voll geil aus. Ich gerne als Drachen. Ja. Lol. War das ein Quest oder wie? Hier irgendwo muss doch die da... Oh, die die Windell? Jetzt Windell. Die Windell hat doch hier gar nichts zu suchen, oder? Was macht die Windell denn hier? Jetzt bin ich verwirrt. Schau mal kurz eure Kommentare nochmal an. Moin, sagt Krotoshi und change the game. Ich suche eigentlich... Hier hinten irgendwo soll die sein.
Oh, da. Ich sehe schon, da ist er da hinten. Wir wollen natürlich nicht die Vulkanspinnen zu ihr locken. So, machen wir die kurz vorher nochmal platt. Dieses Umgewerfe. Toxische Infektion. Hey there. Oh, ihr seid es, Nerymare. Oh, ich bin gerade am Recken und Strecken, kleinen Moment. Oh. May the great dragon be with you. Halt, Maul. So. Oh, ihr seid es, Nerymare. Danke, dass ihr geholfen habt, die Gefahren auf dem Weg zu beseitigen. Wir hatten für über den Drachenkrieg gesprochen, nicht wahr? Das Shago-Reich und die Shinjurin-Dynastie wurden beide während des ersten Drachenkriegs zerstört. Beide Reiche wurden in den Wirren des Krieges vernichtet. Die Schlacht führte zum Ausbruch des Mulungu-Vulkans und das Shago-Reich wurde in die Luft geschleudert. Manche glauben, das Shago-Reich würde noch immer irgendwo am Himmel schweben, aber da ist natürlich nur eine von Legende. Niemand hat je die Überreste des einst zu glanzvollen Reiches entdeckt. Da wir hier aber in einem Online-Game sind, in einem Fantasy-Online-Game, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas passieren könnte. Wäre cool, wäre auf jeden Fall cool. Ein klein wenig weiter und wir erreichen das Ende der Shago-Berge. Wenn wir von hier aufbrechen, sind es bald... Was? Okay, Moment, ich muss kurz gehen. Sind wir bald in den Blockruinen und unsere gemeinsame Reise wird damit ein Ende sein, Nerymare. Ich würde euch lieben gerne euren Gefallen von unserem Abschied erwidern, aber dafür brauche ich ein weiteres Mal eure Hilfe. Es ist eigentlich ganz einfach. Helft mir, eine Pflanze namens Goldblutgras zu sammeln. Wir treffen uns außerhalb der Blockruinen, sobald ihr fertig seid. Es wird sich für euch lohnen, das versichere ich euch. 8 Mal Goldblutgras sammeln. Das machen wir natürlich. Ach, das befindet sich gleich hier. Irgendwo. Mitten zwischen den Tonnen von Weiden. Aber es wird sich lohnen, bestimmt. Wenn mir noch so eine XP-Google gibt, dann lohnt sich das vielleicht. Ja, aber ansonsten bin ich da ja unschlüssig, ob sich das lohnen soll. Wird, wo das sein soll. Gold, Blut, Gras. Ach hier. So sieht das aus, okay. Hier muss irgendwo auch seine sein. Da. War klar, dass es jetzt nicht wie von hinten kommt. Die ist aber auch ausnehmend hässlich, ey. Ausnehmend hässlich. So, Goldblutgras. Was? Goldblut? Da hab ich so. Okay. Da haben wir noch ein Zimmer bei. Diamantverzitter Helm. Ja, na gut, ne? Schwarzeisenohrring kann weg. Dann haben wir 5 Goldblutgras gefunden. Boah, diese Spinnen!
stirbst an irgendwelchen typhusartigen Viren, du Drecksvieh. So, jetzt habe ich es gesagt. Gib mir diese Stiefel nicht, die brauche ich nicht. Die sind boring. Boring. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Eins fehlt uns noch. Ah, jetzt können wir die ganzen Banditen an. Nein. Warum haben wir das eigentlich klar, dass die jetzt reagieren? Warum war's mir klar? So. Lasst mich mein scheiß Goldblumengras aufheben. Ich rast hier aus. Nee, tue ich nicht, aber. Ich rast hier aus. So. Dann fahren wir mal zur Flugfestung. Oder Ruine, je nachdem. Eine Festungsruine, irgend sowas. Na. Hallo? Everyone's on edge. Are you lost? Hab Dank, Narymare. Es geht das Gerücht um, dass diese Goldblutgras durch das Blut der damaligen Lords des Chicago-Imperiums gewachsen ist. Und nun wächst es nur in den Gegenden der Chicago-Berge. Der Lord schwang sein Schwert gegen die Feinde, ohne je zu verzagen, trotz des vielen Blutes, das aus den Wunden strömte, die Gegner ihm versetzten. Er wollte nur die Gefahr von seinem großen Imperium abwenden und schützte sich rücksichtslos in den Angriff. Narymare, ihr seid geduldig und gütig und besitzt dieselbe Courage und deshalb denselben unnachgiebigen Geist wie ihr. Ich hoffe, ich kann euch durch dieses letzte Ritual schützen, damit der Mut des Lords euch begleiten möge. Ich möchte euch gleichfalls dieses Ohrring als Geschenk überreichen. Tragt sie bei euch... Oh, Alter, ich meine... Vorlesekünste sind manchmal... Ich möchte euch gleichfalls diese Ohrringe als Geschenk überreichen. Tragt sie bei euren Kämpfen, damit sie über Reisen schützend wachen. So, jetzt habe ich es aber. Great Dragons, be with you. Nein, habe ich es nicht, weil der Rucksack voll ist. Ah! Aggressionen! Ich bekomme tiefste Aggressionen bei diesem Spiel! Ich will keiner Gilde beitreten, ich will... Ah, das Spiel... Ah. Borezia, irgendwas, Tourette-Syndrom freigeschaltet. Ja, das würde ich jetzt gerne mal ausnutzen, das Tourette-Syndrom. Mit Tiernamen, Affe, Giraffe, Frosch, Leopard, Günther. So, das waren übrigens alles Tiernamen, die existieren. So... Dann schauen wir mal ganz kurz nach, was hier so läuft bei euch. Immer noch nichts Neues im Chat. Dann soll es das auch so sein, ne? Wieso? Wer ist das hier? Das ist eine Dame. Ich würde dann sagen, hier in dieser Stadt machen wir erstmal eine kleine Aufnahmepause wieder. Ich weiß, ich nehme kleine Parts immer auf, so, aber das muss momentan so. Und damit ich veröffentlichen kann, Folge für heute und dann geht es hier in der Stadt weiter. Und wir hoffen, dass wir dann mal langsam vorankommen, Level 30 erreichen. Wie sieht es denn momentan aus in der Kugel? Die Kugel hat jetzt 20.000 XP. Das heißt, wir haben schon mal 40% geschafft. Juhu! Hey, Jungs, bis zum nächsten Mal und Mädels. Ich werde niemanden diskriminieren.